Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Reit und wir sind in Folge Nummer 35 von Graveyard Keepers mit den ganzen DLCs und wir sind hier wieder in der Hütte und haben geschlafen und jetzt müssen wir mal gucken, wir hatten uns ums Öl kümmern wollen etc. und so fort und das machen wir jetzt gleich nach dem Intro und schauen, wie wir aus dem Öl, wie wir das Öl kriegen und dafür brauchen wir eigentlich nur das andere Zeug da, ich weiß jetzt gerade nicht irgendwie, wie Samenöl heißt oder sowas. Wenn wir das haben, dann sollte das eigentlich so funktionieren. Mal schauen, wo wir es hingetan haben. Hier, man drückt dann gleich nur mal rechts, wenn man es im Inventar hat. Und dann schauen wir mal weiter, dass das Öl da rauskommt. Mehr ist die Aufgabe gar nicht. Okay, nach dem Intro gucken wir dann. Bis gleich. So, dann sind wir jetzt drinnen, dann gehen wir ins Inventar und dann steht hier Rechtsklick benutzen und dann gibt es da Öl tatsächlich raus. Wo ist es denn jetzt? Achso, okay, er hat es hier auf dem Weg liegen gehabt und dann ging's. So, jetzt ist da nur die nächste Frage, was war mit dem Öl zu tun? Ah, hier ist das Dingens fertig. So, fertigen. Ist eh. Nein, es hat wieder geklappt. Kann ich das abbrechen? Ich will das abbrechen. Wohl nicht. Ich drücke immer drauf und jedes Mal macht er einen Bahn. Das ist fürchterlich, ist das. So, hier konnten wir das machen und wir müssen noch vier, können noch vier. Warte, können wir auch hier machen, ne, oder? Vier Holzmarkierungen. Aber dafür fehlen uns Dingens. Wie heißt es? Sag schon, Nägel. Aber die können wir gerade produzieren. Weil wir den Barren wahrscheinlich hatten, ne? So, dann gehen wir hier hin. Und hier können wir jetzt Holzmarkierung machen. Ja doch, macht er gerade. Können wir noch ein paar machen, ne? So, drei Stück. Nee, E ist fertigen. Habe ich die jetzt nicht gemacht? Doch. Jetzt F. Hat er die alle gemacht jetzt? Aber er kann die alle tragen. Super, oder? Naja. Müssen wir mal gucken, was wir hier vielleicht weglegen können. Ja, da ist ganz schön viel drin, ja schon, ne? Hier am Amboss können wir da machen. Um Schwert zu kriegen, brauchen wir das. Hier kriegen wir die anderen Werkzeuge, ne? Die dann nicht rostig sind, zum Beispiel, ne? Aber hier können wir das auch machen. Komplexe Eisenstücke und so. Okay, aber wie uns fehlt hier irgendwie noch eine Kiste, meines Erachtens. Oder ist hier noch Platz drin? Pack das mal raus. Ach, wir haben nur einen, glaube ich, gemacht, weil wir keinen Platz hatten. Kann das sein? Na, jetzt komme ich hier nirgendwo hin. Doch, da. Und da, eh fertigen. Dann machen wir noch einen. Ich hätte jetzt natürlich einen nach rechts klicken müssen dann. Ja, super. Öffnen. Lehm können wir mal hier rüber tun. Und den Holzstab tun wir auch darüber. So, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt lass mal gerade gucken, wie viel Dreier haben wir. Eins brauchen wir nur noch. Und fertigen. So, jetzt haben wir vier und die können wir jetzt mal auf den Friedhof bringen. Dann kriegen wir schon ein paar Grabstätten ein bisschen besser hin, ne? Was haben wir denn da oben? Grün. Was ist denn bei Grün? Schlange ist bei Grün. Okay. Schlange sollte uns die Anleitung für den Schlüssel geben, ne? Aber das klappt ja auch nicht, ne? Minus 12 haben wir da jetzt.
Dann sind es nur noch minus 11. Noch ein Grab. Minus 10, schon besser, ne? Minus 9. Und die letzte Umrandung. Warum macht er das jetzt nicht? Ah, jetzt geht's. Gut, dann haben wir das auch schon fertig. Wir können natürlich noch 5 Umrandungen hier oben machen. Aus Holz. Naja, aber erstmal ist ja... Ach, hier ist auch noch einer sogar. Und da geht auch noch ein Grabstein hin. Ah, da hätten wir noch einen mehr machen können. Was haben wir hier noch? Grabstätte. Kisten. Blumenbeet. Naja, das ist jetzt erstmal nicht zu machen. Obwohl das Blumenbeet würde ja natürlich den Friedhof auch verbessern, ne? Was wollten wir jetzt machen? Hier war ja nichts drin, da gehe ich mal von aus, ne? Oder? Ach so. Kosten ordentliches Geld, königliches Siegel, Bauernerlaubnis. Da müssen wir 30 haben. Könnten wir auch. Aber da brauchen wir das zurück. Königliches Siegel brauchen wir 50. Das haben wir nie und nimmer. Okay, das bedeutet, wir gehen mal in eine Kirche. Hier ist ja nichts drin, ne? Genau. Hier können wir noch was bauen. Eine Truhe, Kerzenständer wären und Kirchenbank. Kirchenbank brauchen wir noch Planken für. Holz hätten wir. Ah, das Gebet ist erst später wieder möglich. Da geht nichts. Das heißt, wir gehen in den Keller. Können wir hier machen. Okay, dieses Gefäß, okay, das müssen wir haben, um Tinte zu machen. Tinte brauchen wir und Stift und Tinte brauchen wir hier das und eine Tinte. Die Tinte brauchen wir hier das für. Was ist das? Schwarze Farbe. Das ist die Frage, wo machst du schwarze Farbe, ne? Vielleicht an einem anderen Tisch? Ne. Aber hier könnte man was untersuchen, ne? Dafür braucht man aber Glaube, also geht das nicht, oder doch? Nee. Dafür braucht man auch Glaube. Okay, das funktioniert alles nicht. Leeres Papier haben wir 12. Also wir müssen jetzt Tinte haben. Da müssen wir aber schwarze Farbe für kriegen. Nur ich weiß nicht, wo ich die schwarze Farbe herkriege. Das ist ein kleines bisschen ein Problem. Gary, irgendwas zu uns? Nö. So, jetzt sind wir draußen. Schwarze Farbe. Ja, können wir aus Asche herstellen mit, weiß ich was, war es Öl? Aber wo kriege ich Asche weg, ne? Hier gibt es Wasser und Lehm, da gibt es Keramikschüsseln, bringt mich nicht weiter jetzt. Was ist da? Steinreparaturwerkzeug. Grabstein. Fügt dem Stein plus 2 hinzu. Ich glaube, wir konnten noch einen machen, ne? Lass uns da mal gerade hingehen nochmal. Und ich glaube, da war einer noch, wo wir dann einen Grabstein hinsetzen können, oder? Hier können wir noch einen Grabstein hinsetzen. Fertigen wir gerade und dann haben wir nur noch 6 minus. Auch gut. Okay, dann sind wir da schon wieder einen Schritt weiter. Gary will mit uns nichts erzählen. Hier ist ja leer, ne? Absenderkochbuch. Okay, das müssen wir da reinlegen, aber da kommen wir noch gar nicht zu. Tinte und schwarze Farbe ist jetzt angesagt. Hier können wir ganz viele Sachen bauen. Drehscheibe, Stein, Hof vergrößern. Okay, da braucht man einige Sachen für, ne?
Hier ist wieder ein... So, jetzt E fertigen, aber wir drehen erstmal hier hoch. Dafür müssen wir aber auch hier Brennstoff reinstopfen, ne? Okay, 20 Brennstoff. Und... 100 geht nicht, aber wir können 3 machen. So, jetzt hat es mal geklappt, dass wir ein bisschen mehr machen. Scherben, Blut, Hanfseil. Das Öl haben wir jetzt da. Ich weiß nur nicht mehr, was wir daraus machen wollen. Das ist schon Pech. Hier ist jetzt nichts. Tinte, wir brauchen Tinte. Schwarze Farbe. Öl ist klar. Rechtmäßiges Bürgerzertifikat. Also wir sind an einer Kiste, dann bringt das ja alles immer nichts. Kann man nicht benutzen. Das auch nicht. Kann man auch nichts mitmachen. Das hier, Geschichte, ne? Das ist auch so ein Ding, wo ich nicht weiß, wofür das gut ist. Muss ich auch nochmal nachlesen. Hostien. Leeres Papier mal noch mehr. Naja. Kannst noch Papier drauf gewinnen. Flüchtiges Gebet. 2 Stück an der Zahl. Ja, da kommen wir nicht weiter jetzt gerade. Schlange ist wahrscheinlich noch da unten oder ist schon der nächste Zeit? Ne, Schlange ist noch unten. Bringt mir aber jetzt auch nicht gerade so viel. Wie kommen wir weiter, das ist die Frage. Was war hier unten? Da war dieser Tisch, aber da kann ich nur eine Kiste bauen, oder? Ah, weiß ich auch noch nicht, wie es da weitergeht. Hier gibt es dann dem. Hier ist eine Brücke. Ja. Hier oben konnte man was angeln, ne? Sand holen, ne? Flusssand, ja. Ich glaube, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Hier geht es zum Migrantenlager. Kann man hier was abbauen? Ja. Okay, das ist ein rosa Stein, den wir da jetzt haben. Na, den bringen wir erstmal zurück. Da ist ein Feuer am Lodern, okay. Und hier sind wir zu Hause. Und hier können wir den ablegen. Jetzt haben wir einen Holzstamm und den auch. Hier sind Nägel zu fertigen. Werkzeugeffizienz. Jetzt lass mal gerade gucken. Ne, da nicht. Hier. 70%. Okay, die haben alle 70. Und wenn wir da jetzt was machen, dann wird es dann mit 100 unterwegs sein. Das rostige Schwert ist noch schlechter. Naja. Lass uns doch mal hier... Was haben wir hier noch? Rüstung, ne? Ne, das Schwert ist da. Axt 1. Rostiger Hammer. Ich mach mal die Axt jetzt hier fertig. Oh. Keine Energie mehr. So ein Shit. Haben wir was zu essen dabei? Nicht wirklich, ne? Doch, einen Pilz könnte man essen. Aber der macht Lebensenergie auch runter. Das bringt uns also nichts. Ab in die Stube.
kann man hier den Pilz verkochen. Beerensaft gibt es da nur. Gibt es noch mehr? Ne. Keine Pilze. Pilzspieß gibt's hier. Da fehlt uns aber noch ein Pilz. Können aber auch mal gerade hier sowas essen, ne? Kann ja sein, dass wir die Möhren mit Vieren machen können. Ach nee. Fehlt uns Salz. Okay, das heißt, oder kann man die kochen? Rot. Hier sind sie. Die laufen da jetzt schon. Okay. Hier können wir Tapeten an der Wand bringen und sowas, ne? Außer mit dem Brenner, dass da alle gemacht werden kann, ne? Bringt uns aber jetzt nicht so wirklich was, oder? Na, die werden gleich fertig sein. Das ist die Kiste. Hier haben wir noch ein bisschen flüchtiges Gebet nochmal. Ach, da sind mehr ruinierte Bücher dann auch noch. Kann ich das jetzt hier zerstören? Das bringt mir also auch nichts. Ich dachte, ich hätte sie da irgendwie machen können, aber da ist wohl nichts mehr zu tun. Gut. Das dauert noch einen Moment. Die Axt können wir nicht fertig machen, weil wir keine Kraft haben. Kriegen wir hier noch einen Pilz zurande, weil ein Pilz fehlte uns. Da ist doch was. Nicht genug Energie. Ah ja, geht auch nicht. Und jetzt können wir was essen. Jetzt haben wir das benutzt. 60 hoch, das geht schon mal, ne? So, fertigen. Und das ging ganz schnell. Axt fertig. Das dauert noch eine Weile. Ah, hier war das Öl. Holzreparatursets. Politurpaste. Irgendwie steht da wohl nicht passend. Geht nur von unten oder was? Ja. So, jetzt haben wir die Politurpaste auch gemacht. Schleifen. Da ist wieder ein Eisenbahn. Der letzte läuft da noch. Ja, hier kann man Bäume pflanzen, oder? Bringt uns gerade auch nichts. Was haben wir jetzt hier für ein Dingens? Da schauen wir doch mal schnell rein. NPC mit dem roten Pfeil nach oben ist der Inquisitor. Bringe 20 Brennholz und 10 Flugblätter. Flugblätter fehlen mir immer noch die Tinte zu. Wo komme ich an Feuer, an Asche oder schwarze Farbe vielmehr? Die wurde irgendwie aus Asche gemacht. Finde ich die da sogar auf dem Scheiterhaufen? Müssen wir mal gucken, gerade gehen, oder? Der ist auf jeden Fall bestimmt hier jetzt eigentlich, oder? Müssen wir mal gucken. Na, vielleicht geht er gleich schon. Friedhofsschriftrolle, okay.
Mir fehlen also noch die Dingens. Kriege ich aber nicht. Ja, die Flugblätter sind es, die mir noch fehlen. Aber hier finde ich keine Asche. Hier ist leider nichts zu holen. Okay. Hexenhügel sind wir. Das hat sich jetzt erübrigt. Es wird auch schon wieder dunkel. Es ist die Frage, wo ich die Asche wegkriege. Das kann ich noch nicht aufheben. Lass mal hier nebenher gehen. Was ist das hier? Ist das was? Ne, das ist nichts. Oder ist noch nichts, ne? Könnte auch sein. Schwarze Farbe. Die Beeren kann ich essen, dann brauche ich nicht so oft schlafen, ne? Und da kam ich jetzt nicht dran, ne? Handeln. Holz, was hat er? Stein und Brennholz. Das bringt mir jetzt gerade hier nichts. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht hochgehen. Hier konnten wir Mist verkaufen, ne? Und was hat Madame hier? Handel. Also, die hat Butter, Käse, Milch und Milchkrug. Okay, da komme ich auch nicht mit weiter momentan, aber da ist schon Feierabend, die geht rein. Das heißt, zum Handeln sind wir wieder mal zu spät unterwegs, ne? Wie immer. Und der Papst geht hier durch die Gegend, ne? Der sagt nichts. Das ist aber der Astrologe, ne? Der Astrologe ist als nächstes dran, ne? Aber liegt mir nicht. Aber, ja. Okay, ich kann den Astrologen fragen, hat er gesagt. Das werden wir jetzt mal als nächstes tun, glaube ich, oder? Das hat nicht geklappt. Ich habe doch hier noch so eine Friedhofsrolle da gekriegt, oder? Okay, dann zum Öffnen des... ja. Oh, neblig. So, der Astrologe müsste da sein. Der war hier lang gegangen. Das heißt, wir müssten auch hier lang. Wir brauchen hier noch irgendwo den Hühnerstall. Da gibt es Federn. Federn braucht man auch für Stift und Tinte. Gucken wir mal schnell, ob wir das hier kaufen können. Okay, die nehmen wir mit. Wie, ich habe nicht so viel Geld? Hier ist doch 1,48, oder? Ich kann es nicht tragen wahrscheinlich, das ist mein Problem. Okay, dann nicht. Warte, oder? Mach mal schnell hier rein und... die Möhren gegessen. Jetzt müsste es doch mit den Federn dann gehen, oder? Okay, geht. Lach nur am fehlenden Platz. Wenn der Platz uns fehlt, ne, dann können wir gleich mal, aber wir können die drei Beeren noch essen. Bringt uns Energie und wir können jetzt zum Meister gehen, zum Meisterastrologen. Diego ist hier unten und ich glaube, wir müssen hier erst runter und dann nach rechts. Und dann kommen wir zum Astrologen, der da rum nicht steht. Da ist er. Gib ihm Tagebuch, habe ich nicht. Aber er hat das hier. Stift und oh oh. Taschenbuch. Gefundenes Buch.
Buch, Kapitel, Buch, Buch. Und unten gibt es noch mehr. Kostet uns 2,50, ne? Das heißt, es ist alles so teuer, da brauchen wir gar nicht anfangen, ne? Kaufen will er auch nichts. Stift und Tinte. Gefertigt dann gegen Arbeitstisch. Da brauche ich jetzt nicht gucken. Okay, dann hat sich das auch erledigt. Brauchen wir nicht zum Astrologen gehen, weil wir uns das nicht leisten können. Mit dem kommt man nur nicht klar. Ja, dann ist das schon mal geklärt, ne? Hier kriegen wir Äpfel. Roter Apfel. Gibt es hier noch mehr rote Äpfel? Gucken wir gerade mal. An dem Baum kriegen wir keine roten Äpfel, aber hier müsste es welche geben, genau. Und da wir den Slot ja schon haben, können wir den auch noch befüllen, oder? Da geht nicht, da geht nicht. Schade. Haben wir noch einen Pilz? Wenn ja, dann können wir den hier auch noch sammeln. Gut, Pilze gehen auch noch. War das da oben Pilz? Gut, Pilze gehen, essbare Pilze. Okay, das war jetzt geklärt. Dann kriegen wir hier auch nichts. Dann müssen wir schauen, wie wir weiterkommen. Hier haben wir noch einen Schädel ausgegraben, der uns auch nicht weiterbringt. Hier ist ja diese Presse, da kann man eigentlich auch was mitmachen angeblich, aber ich glaube wir jetzt nicht. Ah, ist noch gesperrt, wie wir sehen. Brauche eine Technologie, okay. Da müssen wir auch noch reingucken. In die Technologie können wir mal gerade checken hier, Technologie. Was haben wir denn hier? 96 blaue. Du weißt, wie man Fleisch... Also ich glaube, wir können noch hier... Leichenhallen. Fortschrittliche Alchemie. Das haben wir schon alles. Das können wir, glaube ich, ne? Oh oh, was wir da alle noch machen können. Keramikkrug. Aha, Herstellung Steinkreuz. 10 und 30. Das machen wir mal. Leichenverbrennung. Ich glaube, das machen wir auch. Friedhofsverbesserung. Okay, Leuchte des Glaubens. Okay, da wäre der Kerzenständer besser. Hölzerner Schrein. Aber wir gehen mal hier weiter, Bücher schreiben. Kirchenarbeitstisch. Achso, das haben wir schon. Das ist hier, Blaupause Tisch. Notizen herstellen. Tinte können wir da auch herstellen. Bücherregal, okay. Da weiß ich nicht, ob wir das schon machen sollten. Superpilz sammeln. Herstellen Gebet für Ranken und Wurzeln. Komposthaufen. Ich glaube, wir machen das hier auch mal, weil das ist ein Gebet. Das sollten wir mal machen. So. Weinlese, Bienenzucht, einfacher Dünger, Brauerei. Wir gehen mal ein Feld weiter. Geborener Schmied. Blaupause, Ofen 2. Das müssen wir haben. Weil sonst können wir die Tinte nicht machen. Graphit. Aus Graphit kann man auch Dingens machen. Gefertigt an Ofen. 2. Kostet uns 10 blaue. Machen wir.
Jetzt gucken wir nochmal nach. Hier, die Speisekarte ist ja groß, aber was ist hier? Heilenthusiast. Ach, da brauchen wir noch anderes. Gut, jetzt müssen wir nur gerade gucken nach der Technologie. Was war das hier? Ofen 2 wollte ich noch haben oder brauche ich noch? Kraft des Glaubens. Nee. Schreiben an Tisch. Hier, Schmiedekunst. Da war Ofen 2 bestimmt. Waffen. Blaupause Ofen 2 freischalten. Musste sein. So, die anderen 40 behalten wir erstmal und gucken jetzt weiter. Wir haben ganz viele Sachen gemacht. Und die müssen wir jetzt irgendwie erstmal umsetzen, ne? Okay, die Folge ist schon urslang. Ich mache mal hier ein Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.